Hallo, heute möchte ich mit euch über den Fall Rudi Arnstadt sprechen. Das ist ein spezieller Fall und den müssen wir zunächst erstmal kontextualisieren. 1961 wird in Berlin die Mauer gebaut und da spitzt sich die internationale Lage zwischen Ost und West zu. Das hat auch Auswirkungen hier im Lokalen, ganz in der Nähe bei Wiesenfeld. Dort wird 1962 der doppelreihige Stacheldrahtzaun aufgebaut und Grenzer aus dem Osten bewachen diesen Aufbau, während gleichzeitig auf westlicher Seite dieser Aufbau durch Beamte des BGS überwacht wird. Am 14. August 1962, da eskaliert das Ganze dann in der Nähe von Wiesenfeld. Es kommt zu einem Schusswechsel und dabei wird einer der DDR-Grenzer schwer verletzt. Derjenige, der hier so schwer verletzt wird, das ist der Hauptmann Rudi Arnstadt. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstirbt er dann. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Berichte, was genau an diesem Tag passiert ist. Von beiden Seiten wird nämlich dieser Fall untersucht. Auf westlicher Seite kommt man zu dem Ergebnis, dass die BGS-Beamten aus Notwehr gehandelt haben und nur zurückgeschossen hätten. Auf östlicher Seite kommt man natürlich zu einem anderen Ergebnis. Wichtig ist aber, dass beide Seiten überhaupt nicht mehr in der Lage sind, kriminalistisch miteinander zusammenzuarbeiten, um den Fall aufzuklären. Das eigentlich Wichtige für unsere Zeit ist jedoch, wie danach mit dem Fall Rudi Arnstadt umgegangen wird. Ihr seht hier hinter mir eine Gedenktafel. Und die wird an verschiedenen Stellen in der DDR genau so platziert. Es wird eine Art Märtyrerkult aufgebaut. Und den wird euch jetzt mein Kollege Johannes Schneider genauer erklären. Danke, Tim. Wir sind jetzt in Wiesenfeld am Ehrenhain für Rudi Arnstadt. Hinter mir ist ein Gedenkstein, der an den Tod Rudi Arnstadts erinnert. Den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und hier sehen wir den Gedenkstein. Auf zwei Arten zeigt uns dieser gesamte Ehrenhain, wie die DDR mit dem Fall Arnstadt umgegangen ist. Zum einen wurde der Tod propagandistisch aufgeladen. Man hat Straßen, Schulen, Sportvereine, ja sogar das Kulturhaus in Geisa mit dem Namen Arnstadt geschmückt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass durch den Tod Rudi Arnstadts ein Feindbild verstärkt wurde. Diese Feindbilder sind teilweise noch heute in den Köpfen der Menschen vorhanden. Der Fall Rudi Arnstadt wirft schlaglichtartig ein besonderes Licht auf die innerdeutsche Grenze und ihre Opfer. Auch Rudi Arnstadt war in gewisser Hinsicht ein Opfer der Grenze. Er war kein Opfer des Westens, wie von der DDR damals behauptet, sondern er war ein Opfer des Systems. Der Fall zeigt, wie sinnlos Menschen gestorben sind und wie sinnlos die ganze Grenze gewesen ist.